Alles dreht sich heute an den Märkten um den Handelskrieg vor dem G20-Gipfel. Und die Frage ist jetzt, was stimmt und was stimmt nicht? Denn die Meldungen, die sind wirklich relativ widersprüchlich. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Gehen wir es chronologisch an. Wir hatten heute Morgen, respektive heute Nacht, den Bericht der South China Morning Post, dieser Qualitätszeitung aus Hongkong, die gesagt hat, ja, man hätte einen Truce vereinbart, einen Waffenstillstand. Die Amerikaner würden praktisch darauf verzichten, unmittelbar nach dem G20-Gipfel die Zölle anzuheben, und alles war schick. Die asiatischen Märkte sind gestiegen, die europäische Session begann sehr, sehr gut. Aber dann praktisch kurz hintereinander kam zum Vorschein ein Bericht des Wall Street Journal, das oder These in diesem Artikel war, dass die Chinesen darauf beharren, dass a, die bestehenden Zölle abgeschafft werden und b, der Huawei-Bann aufgehoben wird und C, die Chinesen nicht verpflichtet werden, noch mehr Landwirtschaftsgüter aus den USA zu kaufen, noch mehr, was sozusagen dann in der letzten Stufe der Verhandlungen offenkundig einmal vereinbart war. Und das war so ein bisschen ein Dämpfer, zeitgleich dann fast der Tweet von Hu Xixin, dem Sprachrohr Pekings, wenn man so will, zwei Tage vor dem Meeting zwischen Xi und Donald Trump. Hatte Trump behauptet, er hätte einen Plan B oder hat angedeutet, er habe einen Plan B, nämlich neue Zölle anzuheben oder die Zölle neu anzuheben, die Zölle auf die restlichen 300 Milliarden an Importen der USA aus China nämlich. Und das ist ein sehr unfreundlicher Akt und wird negative Konsequenzen haben. Also das war dann so ein bisschen die kalte Dusche, dann noch Larry Kudlow in einem Interview, der Schönredner von Donald Trump, der gesagt hat, ja, wir werden das schon irgendwie hinkriegen vielleicht, aber wenn nicht, dann wird es eben neue Zölle geben. Also die Lage ist ein bisschen schwierig. Man kann sich vorstellen, dass Xi Jinping nicht wirklich Lust hat, in dieses Treffen zu gehen und sich dann einem Risiko auszusetzen, dass Trump praktisch aus diesem Treffen geht und sagt, naja, wenn die Chinesen nicht wollen, dann heben wir die Zölle an. Wenn er dieses Risiko sieht, wird er es zu diesem Treffen nach meiner Auffassung nicht kommen lassen, aus Nachvollziehung der asiatischen Mentalität. Das ist etwas, was vor allem Xi Jinping vermeiden will. Unkontrollierbare Situationen, die bei Trump ja praktisch an der Tagesordnung sind. Das ist im Grunde das Geschehen. Es geht darum, was passiert auf dem G20-Gipfel. Wird es eine Vereinbarung geben? Können die USA den Huawei-Bann aufheben? Da hat ein Offizieller nach einer Agenturmeldung gesagt, nein, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil die Demokraten ebenso diesen Huawei-Bann gutheißen. Können die Amerikaner, kann Trump die Zölle aufheben, bevor es einen Deal gibt? Auch sehr unwahrscheinlich. Also die Situation ist nach wie vor verfahren und ich glaube, dass die Märkte da ein bisschen sehr, sehr optimistisch sind, was hier die Wahrscheinlichkeit eines Deals angeht oder zumindest einer freundschaftlichen Begegnung, die dann zu weiteren Verhandlungen führt, vielleicht mit einer Frist, aber alles ist möglich, alles kann sein, nichts muss sein, da sind die Dinge natürlich fluide und das ist etwas, was natürlich schon ein gewaltiges Risiko für die Märkte darstellt, auch auf der Oberseite natürlich. Es könnte ja sein, dass wir durchaus dann eine Rallye bekommen, eine Euphorie, wenn die beiden Herrschaften sich doch gut verstehen, aber wer weiß das schon. Goldman Sachs jedenfalls sieht jetzt aktuell die Chance auf einen größeren Rücksetzer an den Märkten, nämlich größer, mehr als 10%, so groß wie seit der Finanzkrise nicht mehr, weil man einfach sagt, die Equity Valuations, also Bewertungen sind zu hoch. Und der US Growth ist nicht so toll, also das Wachstum in den USA ist nicht so toll und wir wissen alle, dass die Daten zuletzt ja eher sehr schwach waren. Ich hatte schon mal folgende Grafik gezeigt, wenn ich sie wiederfinde, finde ich jetzt nicht wieder, nämlich den Economic Surprise Index aus den USA, der doch deutlich, deutlich abgefallen ist, fast auf dem Tief oder fast auf dem tiefsten Stand seit 2011 hantiert. Also die Erwartungen werden relativ regelmäßig verfehlt bei den US-Konjunkturdaten. Schauen wir uns die Charts an, gucken wir uns mal an, wie die Dinge sich hier darstellen. Wir starten mal mit dem S&P 500, der aktuell bei 2.900 knapp 25 Punkten ist. Wir sind hier in so einer Seitwärtsbewegung. Es geht nicht so richtig nach oben, es fällt aber auch nicht. Wir haben die Situation, dass heute die Nebenwerte, die zuletzt ja stark verprügelt wurden im Russell 2000, dass der Index mal wieder steigt. Wir haben ja dieses massive Auseinanderklaffen zwischen den verschiedenen Indizes. Ich hatte das heute Morgen schon gezeigt, wenn es denn kommt. Da ist es, hier Sven Henrik hat das gezeigt,
zwischen dem SPDR, also dem maßgeblichen S&P 500 ETF. Das ist am besten gelaufen. Dann die Transports, Dow Jones Transports, die Transportwerte, Eisenbahn, Fluglinien etc. Schon deutlich schlechter. Die Nebenwerte IWM, das ist ein ETF auf den Russell 2000, wie auch BKX, der Bankenindex oder das ETF auf den Bankenindex, das maßgebliche. Hier sehen wir, wie stark die Dinge hier auseinanderdriften und jetzt vielleicht eine kleine Einengung dieser immer größer werdenden Diskrepanz. Wir werden sehen. Schauen wir uns die Charts weiter an. Wir hatten gesehen den S&P 500. Das ist der Dow Jones, der sich trotz neuer Rückschläge für Boeing, da hat man offenkundig ein neues Problemchen, dass ein Softwarefehler möglicherweise, das hatten Piloten rausgefunden in Simulationen, dass dieser Fehler dazu führen kann, dass die Nase des Flugzeugs nach unten gedrückt wird, nämlich die Nase der 737 MAX. Dementsprechend eigentlich die nächste Hiobs-Botschaft. Wir sehen, dass der Nasdaq heute nicht so wirklich mitkommt, nicht die Siegeslaune hatte, die er gestern hatte. Und wir haben den DAX, der sich heute Morgen sehr stark gefreut hatte über diesen Bericht der South China Morning Post. Aber es ist dann eben auch wieder nach unten gegangen in Richtung 12.200. Wir pendeln also zwischen 12.200 und 12.300. Wir haben Bewegungen beim Euro, naja, eher in der Seitwärtsrichtung 1.13.64. Auch Gold bewegt sich heute nicht so wahnsinnig vom Fleck 1.407 und das amerikanische Crude Oil. Das sehen wir bei 59,55 Dollar auch nicht so fürchterlich verändert. Also das heißt, warten auf G20, was wird da passieren, was wird kommuniziert? Es soll ja ein Statement geben, so hat es die South China Morning Post immerhin berichtet, jeweils von den Chinesen und jeweils von den Amerikanern im Vorfeld des Gipfels. Aber so viel Zeit ist da nicht mehr, denn Donald Trump und Xi Jinping werden sich um 4.30 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag, also am ganz frühen Samstagmorgen werden die sich treffen. Wenn dieses Treffen nicht durch Xi Jinping abgesagt wird, wenn möglicherweise die Differenzen nicht doch zu groß sind, als dass Xi eben es riskieren würde, dort in eine sehr unangenehme und unkalkulierbare Situation zu kommen. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Feierabend und sage Tschüss.